Guten Abend. Heute begrüße ich euch zum Thema Sonnenschutz am und im Wohnmobil. Sehen könnt, haben wir einen Frontscheibenbanner verbaut. Dieser Frontscheibenbanner erfüllt mehrere Zwecke. A, dass die Sonne nicht direkt ins Wohnmobil scheint. Mögen manche sagen, ja, aber ich habe doch die Verdunklungsrollos und Jalousien. Ja, das ist richtig. Aber hier wird die Sonne erstmal an der Frontscheibe gebrochen. Und selbst wenn man die Jalousien zu hat, wird es nicht so warm im Fahrzeug. Aber der große Vorteil ist, dass wir rausgucken können. Es kann keiner ins Wohnmobil gucken, aber wir können rausgucken. Das finden wir total super, weil letztendlich sitzt man in der Dämmerung oder auf dem Campingplatz nicht ganz im Dunkeln und die anderen Leute können nicht reingucken, was hier drin passiert, wenn man beim Gartenspielen ist oder beim Fernsehschauen ist. Das halten wir doch für eine richtig gute Idee. Da kann man sehen, da kann man Weltklasse durchgucken. Frontscheibenbanner. Ich verlinke euch mal unten im Video, wo man sowas bekommt. Was ihr schon im Hintergrund seht, hierbei handelt es sich um einen Markisenbanner und wichtig ist, wer mit Hund und Kind und Frau unterwegs ist, der hat immer das Problem, dass zu wenig Schatten am Wohnmobil ist, so dass alle diesen auch genießen können. Also ich stelle euch mal das vor, was wir hier haben und los geht's. So, wie ihr seht ihr, dass die Hunde super im Schatten liegen, das tun sie auch sehr gerne. Und dieser Sonnenschutz, den wir hier haben, dieser Markisenpanner, filtert 95% der Sonnenstrahlen und wir können hier ganz easy und entspannt hinter diesem Markisenpanner sitzen und schwitzen uns nicht zu Tode. Ja, und wie ihr seht, können wir auch noch leicht durchschauen durch das Ganze. So sieht das aus, hinten. Und ja, montiert wird es ganz einfach. Es wird schlicht und ergreifend in die Kederleiste von der Markise eingezogen, genauso wie die Sturmbänder. Sind 5 mm, geht einfach und easy. Und wie ihr seht, also es dauert genau 2 Minuten, dann ist es drin, rutscht gut rein und macht Spaß. Einfache Montage. Befestigt haben wir das Ganze mit Tellerschrauben, 20 cm, die werden mit dem Akkuschrauber reingebohrt, bohren sich in das härteste an Boden, was ihr auf Campingplätzen findet und wird dann mit den Spanngummis einfach befestigt. Hier genau das Gleiche. Ansonsten mit dem Hering kommt man hier nicht in den Boden auf diesem Campingplatz. Das kennt ihr auch wahrscheinlich alle. Hier der Markisenbanner nochmal, bevor man hier Schirme vorstellt und Tierschgerödel hat. Finden wir das die perfekte Lösung. So, das Ganze könnt ihr bestellen bei dieser Firma www.markisenbanner.de. Das hier in die Videos unbezahlte Werbung, weil wir das einfach gut finden und ich denke, für Leute, die mit Hund fahren, mit Kindern fahren, die unter ihrer Markise viel Schatten möchten, kommen um dieses Gadget nicht drum rum. Also viel Spaß damit. So, von außen sieht das Ganze so aus. Und wie ihr sicherlich auch sehen könnt, kann man hier nicht reingucken. Oder kaum. Das heißt, jeder, der vorbeigeht, guckt euch auch nicht auf den Frühstückstisch. Frontscheibenbanner absorbiert auch 95% der UV-Strahlung.
sprich der Wärme. Und es wird im Wohnmobil einfach nicht so warm, wie wenn die normale Verdunkelung zugezogen ist. Das Material des Markisenbanners ist eine perforierte Folie. Ich hoffe, ihr seht das. Das ist im Grunde eine Folie, die gelocht ist. Es sind überall Löcherchen drin. Ja, es kommt auch noch ein bisschen Wind dadurch. Alles super, alles schick. Also, damit ihr gesehen habt, warum man hier auch so ein bisschen durchgucken kann. Wenn ihr diesen Markisenbanner bestellt, ja, wundert euch nicht, wenn der kommt, dass der stinkt wie Hulle nach Chemie. Das ist genau nach 2 Tagen weg. Ich denke, es kommt durch den Druck, durch die Farben, die da drauf sind. Und wie gesagt, also da nicht irritieren lassen. Das ist nach 2 Tagen alles verdunstet. Sobald ihr ihn einmal aufgehangen habt, könnt ihr natürlich auch vorher machen, auf der Terrasse, wie ihr das möchtet. Aber nach 2 Tagen ist der Geruch weg. Ihr könnt euch natürlich diesen Markisenbanner und auch den Frontscheibenbanner individuell bedrucken lassen. Das heißt, mit Motiven jeglicher Art, die euch in den Sinn kommen, die könnt ihr vom Herrn Horsch von markisenbanner.de auf diese 2 Sachen drucken lassen. So, in dem einen oder anderen Forum gab es die Frage, wie der Frontscheibenbanner, der da, an der Frontscheibe befestigt wird, ohne dass er wegfliegt. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar seht ihr hier schon den Nippel und hier drunter kommt zum Vorschein ein Saugnapf. Den Saugnapf kann man lösen. Hier ist er, Saugnapf. Und dann drückt man den auf die Scheibe, drückt es an und das Ding ist bombenfest. Und fliegt auch nicht weg. Ja, das wär's. Ja, wenn wir gerade dabei sind. Und wenn ihr eure Wischerblätter schützen möchtet, dann macht das mit Weinkorken, damit die nicht auf der Scheibe auffliegen. Ja, so sieht es in jedem Wohnmobil aus. Eigentlich ist es hier viel dunkler drin, als die Kamera das jetzt zeigt. Aber so sieht es normalerweise aus. Duster, man kann nicht rausgucken. Jetzt haben wir es so, ich mache das mal auf. Versuch's mal. Ah, Sesam, öffne dich. Der Frontscheibenbanner ist drauf. Und es kann keiner reingucken. Aber man kann rausgucken. Das zum Thema Frontscheibenbanner.